Etwa 7 Millionen Menschen weltweit sterben pro Jahr an einem Herzinfarkt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Herzinfarkte und Schlaganfälle verursachen, sind weltweit die häufigste Todesursache. Wodurch entsteht ein Herzinfarkt? Wie alle Muskeln benötigt das Herz Sauerstoff und bei einem Infarkt bekommt es zu wenig davon. Fettablagerungen oder Plaques bilden sich an den Wänden der Herzkranzarterien. Diese Gefäße liefern dem Herz sauerstoffreiches Blut. Solche Ablagerungen werden mit zunehmendem Alter größer und verhärten oder entzünden sich. Schließlich können sie das Gefäß blockieren. Wenn etwas davon abbricht oder abreißt, bildet sich in Minutenschnelle ein Blutgerinnsel und eine teilweise blockierte Arterie kann sich ganz verschließen. Der Blutfluss zum Herzmuskel ist unterbrochen und die Zellen sterben ohne Sauerstoff nach einigen Minuten ab. Das ist dann ein Myokardinfarkt, auch Herzinfarkt genannt. Die Lage kann sich ohne Behandlung rasch verschlimmern. Der beschädigte Muskel pumpt eventuell weniger Blut und kann aus dem Rhythmus geraten. Im schlimmsten Fall führt ein Herzinfarkt zum plötzlichen Tod. Wie erkennt man einen Herzinfarkt? Das häufigste Symptom sind Brustschmerzen, die vom Sauerstoffmangel im Herzmuskel verursacht werden. Patienten beschreiben ihn als erdrückend. Er kann in den linken Arm, den Kiefer, den Rücken oder den Bauch ausstrahlen. Aber das ist nicht immer so plötzlich und dramatisch wie im Film. Manche leiden unter Übelkeit oder Kurzatmigkeit. Die Symptome zeigen sich bei Frauen und Älteren meist weniger stark. Bei ihnen sind oft Schwäche und Müdigkeit die Hauptsymptome. Überraschenderweise kann ein Herzinfarkt bei vielen, vor allem bei Diabetikern, deren Schmerzleitung beeinträchtigt ist, unauffällig verlaufen. Wenn man vermutet, dass jemand einen Herzinfarkt hat, muss man unbedingt schnell handeln. Ist ein Rettungsdienst erreichbar, sollte man diesen anrufen. Das ist der schnellste Weg ins Krankenhaus. Aspirin, welches das Blut verdünnt, und Nitroglycerin, das die Arterien weitet, helfen, eine Verschlimmerung des Herzinfarkts abzuwenden. Im Krankenhaus kann ein Herzinfarkt diagnostiziert werden. In der Regel mittels eines Elektrokardiogramms, das die Aktivität des Herzens misst, und eines Bluttests, um den Schaden am Herzmuskel zu beurteilen. Der Patient wird dann auf eine moderne Herzstation verlegt, wo man mit Tests versucht, die Blockaden zu finden. Kardiologen können die blockierte Arterie mittels eines Ballons wieder öffnen. Das nennt man Angioplastie. Häufig fügen sie einen Stent aus Metall oder Polymer ein, der die Arterie offen hält. Manchmal kann eine Bypass-Operation der Herzkranzgefäße nötig sein. Mit dem Stück einer Vene oder Arterie aus einem anderen Körperteil kann ein Herzchirurg den Blutfluss umleiten. Diese Verfahren stellen die Zirkulation und so die Herzfunktion wieder her. Die Behandlung von Herzinfarkten macht zwar Fortschritte, aber Prävention ist dennoch entscheidend. Das Risiko wird durch genetische Faktoren und den Lebensstil beeinflusst. Und letzteren kann man zum Glück ändern. Sport, gesunde Ernährung und Gewichtsabnahme vermindern das Risiko eines Herzinfarkts, egal ob man bereits einen hatte. Ärzte empfehlen mehrmals pro Woche Sport, sowohl Ausdauer- als auch Krafttraining. Eine herzschonende Ernährung ist arm an Zucker und gesättigten Fetten, die sich beide negativ auswirken. Was sollte man dann essen? Viele Ballaststoffe aus Gemüse, sowie Huhn und Fisch anstelle von rotem Fleisch. Vollkornprodukte und Nüsse scheinen auch von Vorteil zu sein. Ein guter Ernährungs- und Trainingsplan kann das Gewicht in einem gesunden Bereich halten, was das Herzinfarktrisiko weiter senkt. Und natürlich helfen auch Medikamente bei der Vorbeugung. Ärzte verschreiben oft niedrig dosiertes Aspirin, insbesondere bei denen, die bereits einen Herzinfarkt hatten und bei Hochrisikopatienten. Medikamente, die Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Cholesterin und Diabetes behandeln, senken ebenfalls das Infarktrisiko. Herzinfarkte treten zwar häufig auf, sind aber nicht unvermeidbar. Gesunde Ernährung, Verzicht auf Tabak, körperliche Fitness, ausreichend guter Schlaf und viel Lachen, das alles trägt dazu bei, dass der wichtigste Muskel des Körpers immer weiter schlägt. Lerne weiter neue Dinge, indem du unseren Kanal abonnierst, wo du Animationen zu allem findest. Von Beiträgen über gesunde Gewohnheiten, zur Verbesserung deines kritischen Denkens, bis hin zu mystischen Mythen aus aller Welt. Bleib neugierig, bleib informiert.